Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 115. Wir müssen weiter die Riesen töten. Ups. So, jetzt aber. So, den die Eisfalle. Sieht gut aus, ne? Und wir sehen könnt, ist auch nicht mehr viel für die Suche für Karazan. Schnell. So, das hat doch perfekt funktioniert. So wie wir das wollen. Ja, auch wenn du uns ein bisschen hin und her schubst, aber gut. Damit können wir auch leben. Sehr gut. So. Was denn? So komisch aus. Komische Maschine im Boden versteckt. Obwohl, das gibt es viel hier in WoW, ne? Irgendwelche komischen Maschinen, die irgendwo drin stecken. Aber hier gibt es ja auch so ein komisches Tier in der Mitte. Ich glaube, hatte ich vor ein paar Folgen auch schon mal gesagt, was das wohl gewesen ist. Vielleicht, wenn das wirklich alles unter Wasser war, waren das ja irgendwelche Wasserwesen. Man weiß es nicht. Das wäre doch mal interessant herauszufinden, obwohl das Ding Flügel hat. Ja, das sind ja definitiv Flügel. Also, unsere Magenfarben ist schon kein Klacks, wäre ein Klacks gewesen. Riesige Viecher. Also, er weiß das schon, nicht wahr? Also, ich denke mal, vielleicht gibt es irgendwann so eine Art Vorgeschichte zu WoW. Also, eine richtige. Damals wurde das Leben in Kalimdor und der Scherbenwelt von riesengroßen Tieren bevölkert, die, keine Ahnung, irgendwie so. Ich meine, es gibt hier diese Weltpässe, das sind aber, glaube ich, Drachen. Also hier noch. Ich glaube, mit WoTLK wurden die dann weggemacht. Mysteriös, mysteriös. Und ich glaube wirklich, Skillen sein Pet, so wie ein als ein Skillbaum, hat man wirklich erst mit Ende PC Anfang Kata. Ich glaube, vorher war das nämlich noch nicht. Sehr gut. So, dann haben wir schon mal die Quest fertig. Aus dem Gleichgewicht geraten. Gucken, wo uns hinführt. Und im Moment bin ich mit dem anderen Charakter am Kochen skillen. Und brauche unbedingt noch sehniges, ne, oder zartes, ne, ich glaube sehniges Wolfsfleisch. Und das gerade am Farmen im Teufelswald. Das ist ja eine furchtbare Arbeit. Weil ich muss zu 185 werden, dann bekomme ich die nächste Kochquest in Selitos.
wo ich dann Sandwurmfleisch farmen muss. Furchtbare Arbeit, wirklich. Weil dann können ich uns, beziehungsweise mir, dann nämlich auch Essen herstellen. Mit Beweglichkeit, mit Stärke, was halt für mich als DD recht gut ist. Oder halt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, dass ich eventuell mit meinem Schamanen Heiler machen möchte. Kann ich dann nämlich auch Heilfood herstellen. Und da mein Schamane ja auch Kräuterkundler bzw. Alchemist ist, ist das ja cool. Dann kann ich nämlich mal eigene Tränke herstellen, Essen herstellen. Das ist wirklich cool, wenn man sowas kann. Da kann ich nur jedem empfehlen, wenn er irgendwas macht, wirklich die Berufe auch immer mitzunehmen. Weil die bringen einem schon einiges. Was haben wir denn da? Strux. Sporn, genau. Ja, weg, weg, weg. Außen, das macht 4000, ist quasi das gleiche, ist gerade aber weg. Dann, wir haben 12, ich glaube, wir könnten sogar 10 abgeben, bekommen Ruf und so eine komische Tasche. Mein 10, ja. Ja, 250 Ruf bekommen. Eine coole Tasche. Und in der Tasche ist essbares Farm. Und Blümchen, die man verkaufen kann. Und das Fahren verkaufen wir auch. Oder bringt uns das irgendwas? 14 ausdauernde Wille. Dann bringt uns das etwas weniger. Fahren zurück. Kommen immer noch nicht, ne? Na, ne, bekommen wir noch keinen Buff. Können uns ja noch die komischen Kreaturen da. Ja, Kreaturen, die hier diese Hydras, nenne ich sie mal, vorknöpfen. Schön. Das gefällt mir. Und die schmeißen auch Leder ab. Das gefällt mir noch mehr. Ah, ich glaube, wir müssen erst den da nehmen. Ich glaube, mit 6 Quests war es was viel. Eben gesagt. Braucht man doch etwas weniger. Ich lebe hier, brauchen wir denn noch? Ja, wenn man das manchmal sehen würde, das wäre doch cool. Wenn wir auf dieser Stufe verbleiben, da 48.000. Das hieße, wenn wir auch 20.000 bekommen würden, circa 2 Quests. Plus minus. Wäre schon mal cool. Das Tolle ist an diesen Kill-Quests, man kriegt einmal für die Mobs, die man töten muss, kriegt man viel EP, recht viel EP. Und halt dann als Belohnung kriegt man auch nochmal EP. Wäre schlecht auch, wenn nicht. Verdammte Tat, das wollte ich gar nicht. So. Erstmal essen, trinken. Ach, wir haben noch gar nicht total vergessen. Als wir in Schattrad waren, haben wir uns gar nicht den Ruhestein da gesetzt. Als wir oben in der Aldo-Bank waren. Toll. Naja. Was soll's? Müssen wir nur dran denken, dass wir uns nicht wegporten. Denken. Verdammt.
Aber glücklicherweise wird sie angezeigt. Nach Stumm. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, da läuft er direkt hin, ne? Jetzt läuft er doch immer erst zurück. Vielleicht war der ihn. Nee, darauf habe ich ihn nicht geschickt. Oder weil er Schaden bekam von dem komischen Debuff. Oder so. Man weiß es nicht. So. Zwei. Schön. Das kriegen wir auch noch. Das kriegen wir auch noch. Schon den letzten quasi. Und Leder, Leder, Leder. 29 haben wir. Sehr schön. So. Und Attacke. Ich bin froh, dass wir mittlerweile hier recht weit auch im Beruf sind, weil das Skillen selber ist ja furchtbar, wie ihr letztens gesehen habt. Aber mittlerweile ist ja Beruf Skillen nicht mehr das Problem. Es geht ja. Schwuppdiwupp. Alfilet. Ja, haben wir denn? Haben wir denn Atmung bekommen? Warte, gucken. Unterwasserbuff. Das können wir mitnehmen. So. Ich weiß gar nicht, ob man die auch kürschen kann. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Ich bin ja froh, dass unser Pet keine Luftbuff braucht oder so. Nein, das kann man nicht ledern. Schade. Schade, schade, schade. Naja, gut. Ah, Filet. Clever. Ich will nicht sagen, dass das jetzt. Ich sag's euch gleich. Hilfe. Ach so, ich denke, warum schießt er denn nicht? Aber ohne Mana schießt man schlecht. Leider. Ich brauche so 10 Millionen Mana oder so, das wäre cool. Und das geht leider nicht. Was ich mich auch manchmal gefragt habe, wie das so Farmer machen. Also so China-Farmer. Ob die das dann einfach, ob die sich dann irgendwo hinsetzen und warten, bis die quasi aufgeladen sind. Hoppala. Oder ob die wirklich auch immer Essen, Trinken bei haben. Weil das kostet ja auch Gold. Oder wie öde fände ich das, es gibt ja auch, man kann ja auch kaufen für Berufsskillen. Das finde ich auch öde. Dann gibt es, glaube ich, einmal mit Auktionshaus kaufen. Ist dann was günstiger. Oder dass der alles farmt. Boah, wie öde. Aber es gibt ja wirklich Leute, die kaufen sowas. Sonst würde sich ja sowas niemals halten. Würdet ihr sowas kaufen?
ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, aber ich persönlich nicht. Dafür wäre mir das Geld zu schade. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen am Spielsinn vorbei. Oder vielleicht sind das die Leute, die keine Zeit haben, die dann gerne spielen möchten. Aber sagen, ich möchte das gerne spielen, aber ich habe leider nicht so viel Zeit und auch keine Lust dazu, den Beruf dann zu skillen. Aber möchte ihn trotzdem gerne haben. Irgendwie so. Irgendwie so. Kein Mana-Trank in Sicht. Verdammt. Halt, halt. Ach, 3 Minuten sind wir erst hier unten. Ich hoffe, dass man nichts trinken kann unter Wasser. Klingt zwar doof, ne? Eigentlich müsste ich im Mana schwimmen. Im ganzen Wasser hier. So. Was brauchen wir noch? Okay. Lassen wir mal ein bisschen schießen, dann können wir ein bisschen Mana regen dabei. Eventuell unser Pet noch mal. Ja. Noch was. Füttern können wir lustigerweise unter Wasser. Selber essen aber nicht. Ja gut, da jetzt nicht mehr so viel droppt, kann ich es ja ruhig sagen. Ich habe eben so gedacht, das droppt aber recht gut. Und bevor ich sage und dann nichts mehr droppt, habe ich gesagt, sag's das erst danach. Aber gut, es ist ja jetzt nicht mehr jeder, der droppt. Leider. So, haben wir das auch gleich schon geschafft. So. Uiuiuiuiui. Wenn man einmal mit dem Gähnen anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Ich glaube, die Quest mit den Riesen, also hier, wo man diese Buffs bekommt, bekommt man, wenn man freundlich ist. Weil wir sind ja noch nicht freundlich da. Na, nee, ist noch neutral. Ich glaube, ab freundlich bekommt man das. Macht ja auch Sinn, irgendwie. Von wegen, du bist unser Freund, wir geben dir einen Buff. Population ausgerottet. Ich habe gerade überlegt, wie man nochmal schnell unter Wasser schwimmt, aber falsches Spiel. Man unter mit dem wie hieß es denn? Mit dem Tomb Raider hier, mit dem neuen Tomb Raider Spiel, da kann man etwas schneller unter Wasser oder im Wasser schwimmen. Aber da wir ja gerade hier nicht bei Tomb Raider sind, kann man auch nicht schneller schwimmen. Schön.
Nee, die Naga klauen, erbeuten wir jetzt nicht. Wir bringen jetzt erstmal ein paar Quests zurück. Vielleicht sind wir dann ja auch schon Level up. Ich weiß nicht, ob wir die. Ah, sieht so aus, als wenn wir die da abgeben müssen. Schade, schade, schade. Das hätten wir direkt da abgeben können. Aber gut. Schwingen wir uns auf unser Tiger. Machen uns mal etwas rar hier. Weil die Quest hier mit den Nagerpfötchen ist auch müde. Obwohl die jeder zwei Hände eigentlich viel mehr haben müssten, hat nicht jeder eine Hand. Die Arme. Verstümmelt. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es heißt Let's Play WoW Folge 116. Dann werden wir das Geheimnis lüften, ob wir vielleicht wohlwollend werden, wohlwollend freundlich werden, ein Level abbekommen, Fragen befragen. Die nächste Folge wird es klären. Wir sehen uns. Lasst ein Abo da, ein kostenloses. Teilt das Video. Liked das Video. Kommentiert das Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr es seht. Auf Wiedersehen. Tschüss.